Das sind die Gewinner des katholischen Medienpreises 2015. Nathalie Amiri und Ellen Trapp erhielten den Preis für ihre TV-Dokumentation Tod vor Lampedusa, Europas Sündenfall. Die zwei Fernsehjournalistinnen erzählen in ihrem Film die Flucht von David aus Eritrea, der 2013 einer der Überlebenden vor der Küste Lampedusas war. Sie bereisten genau die Route, über die David nach Europa kam. Ich finde, dass wir Journalisten sind und den Beruf haben wir uns ausgesucht. Und als Journalisten haben wir auch die Pflicht, Dinge zu zeigen. Und vielleicht nicht nur die regionalen Dinge, sondern die weltweiten, die uns auch betreffen. Und da ist es nun mal ab und zu auch gefährlich, was wir machen. Aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was die Flüchtlinge durchmachen. In der Kategorie Printmedien wurde Nathalie Bleuel für ihren Beitrag Herzenssache im Zeitmagazin ausgezeichnet. Darin erzählt sie die Geschichte eines Elternpaares, deren 14-jährige Tochter nach einem Verkehrsunfall einen Hirntod erleidet. Die Eltern stimmen daraufhin der Organentnahme zu. Wie es ab dieser Entscheidung weiterging, hat Nathalie Bleuel minutiös dokumentiert. Ich hatte vor keinem Recherchegang je so viel Angst oder Respekt wie vor dem ersten Treffen mit dieser Familie, weil ich wusste, die hatten vor 2-3 Monaten ihr Kind verloren und ich hatte Angst, dass ich mich verplapper, die falschen Worte verwende, der Situation nicht gewachsen bin. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, würdigte in seiner Ansprache die Preisträger und ihre Beiträge. Seine wichtigsten Stunden hätte Journalismus in der Geschichte immer dann gehabt, wenn er seine Stimme gegen Unwahrheit, Unterdrückung und Unmenschlichkeit erhoben habe, so der Kardinal. Wir wollen damit unterstreichen und betonen, dass Qualitätsjournalismus sich weiterhin auch lohnt, dass das für die Zukunft von außerordentlicher Bedeutung ist, dass wir einen Journalismus haben, der wirklich den Menschen hilft, die Welt zu verstehen, besonders auch aus dem Blick der Armen und Schwachen, wie es beim heutigen Preis der Fall ist. Neben den beiden Hauptpreisen, die mit jeweils 5.000 Euro dotiert sind, vergab die Jury die nicht dotierte Auszeichnung wertvoll. Diese erhielten Andreas Unger und Christian Heinen für ihre Beiträge zu den Themen Vergebung und die Beziehung zwischen Deutschland und Polen.